Stufenaufstieg. So, Kämpfe, alles wie gehabt. Bisschen auf Stärke, alles wie empfohlen. Ich denke mal nicht, dass ich da groß noch Sachen ändern werde. So, oh, jetzt ist natürlich... wir haben uns noch nicht ganz entschieden. Doch, wir haben uns für den Hammer entschieden. Aber ist das ein Hammer? Das frage ich mich immer noch. Ist das ein Hammer? Ansonsten wäre es verschwendet. Die ganzen Waffenfokus-Sachen und verbesserte kritischer Treffer und alles. Wisst ihr was? Ich schaue, wenn ich jetzt hier mit der Aufnehmen-Session beendet, durch bin, schaue ich einfach mal nach, was das denn für ein Gegenstand ist. Ob der jetzt Hammer oder Streitkolben oder was auch immer klassifiziert wird. Und dann können wir dann beim nächsten Mal die Talente verteilen. Krieger kriegen eh viel mehr Talente, also es passt schon. Blindkämpfen brauchen wir nicht. Ich glaube nicht, dass das so oft geblendet wird. Die Sachen sind total dämlich. Beweglichkeit ist schön. Ist Ausweichbonus plus 4 auf die Rüstungsklasse. Ich denke, die addieren sich. Mehrere Ausweichboni sind kumulativ, also die addieren sich. Super Sache. Plus 4 Rüstung. Toll. Okay. So, dann noch Ilani. Jetzt frage ich mich natürlich, ich will doch eigentlich die Hexenmeisterin mitnehmen. Und die ist ja auch Zauberin, also wäre Druide vielleicht dann doch diejenige, die dann weichen dürfte. Ah, das wird sich gleich zeigen. Na, okay. Mal schauen. So, alles schön durch. Hier geht's ja schnell. Nishka, meine kleine Schokin. Du hast so viele Punkte, du kannst alles auf Maximum bringen, was du brauchst. Und hinterher der Angriff, also sie ist stärker geworden. Und noch ein kleiner Zusatz. Hinterhältiger Angriff funktioniert auch, wenn sie von hinten angreift, nicht nur, wenn sie schleicht. Wusste ich auch noch nicht, aber ist irgendwie logisch. Wurde mir natürlich gesagt von meinen treuen Usern, Viewern. Ich hoffe nicht, dass ihr mich benutzt. Wäre komisch. Okay, so, auf ins Finale quasi. Zumindest für dieses Gebiet. Aber vorher muss ich doch schnell noch die Seuchen von uns entfernen. Keine Krankheit bleibt ungeheilt. Das wäre natürlich dann so eine Sache. Damit müsste ich mit einer Hexenmeisterin einfach leben. Dann das wird leider nicht sein, dass sie mich toll heilen kann. Oder kurieren oder was auch immer. Aber dafür gibt es Tränke und das ist auch gut so. Ich wette, ich habe auch Krankheitsheilung dabei. Gegengifte? Ne, Krankheitsheilung glaube ich... sogar doch nicht. Nö. Bärenstärke und so ein Zeug. Ach, vielleicht jemand von den anderen. Nö. Nö. Was soll's. So. Auf in die Tür. Na, machen wir noch einen kleinen... Uch. Grule? Warum? Ja. Das ist komisch. Naja. Was soll's. So. Nochmal kurz schnell gespeichert. Und, na, hier schon Gegner? Nein, noch nicht. Ich kümmere mich darum. Oh, hier ist ein Gegner. Okay. Machen wir mal erstmal die hier drumherum kalt. Damit die uns nicht mehr nerven können. Okay, und das waren dann auch die Gegner, die die ganze Zeit sagen, oh, es ist ein Gegner in der Nähe, oh, es ist ein Gegner in der Nähe, bla 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 bla. Ja, die Schatten haben, man merkt, einen großen magischen Widerstand, ja, und können natürlich auch nicht in Furcht versetzt werden. Hätten wir jetzt einen Kleriker dabei, würde ich einfach nur Untote vertreiben. Ah, nee, das sind keine Untote, das sind ja... Geister. Okay, hätte ich einen Geisterschaman dabei. Dann würde ich einfach Geistervertreiben machen oder Schmerz zufügen oder was auch immer, wie das heißt. Die würden einfach umkippen. Ja, selbes gilt für Untote, für Kleriker. Und begünstigte Seelen kriegen das, glaube ich, auch hin. Ein Paladin. Warum kann ich sowas nicht? Naja, also, man kann nicht alles können. Ich bin Hexer, ich kann tolle Strahlen aus meinen Fingern schießen lassen. Ich bin eine lebende Ionenkanone. Da brauche ich nicht noch andere Spielereien. Sind hier mal die Gegner fertig?
Gegner dort? Ach, ach, Gift, Krankheit, Seuchen, Siff. Und ich krieg sofort ab. Ja, ich habe leider nicht mehr die tolle Fähigkeit, dass ich ganz viele Charisma-Punkte auf Zähigkeit und die ganzen anderen Widerstände kriege. Naja. Hey, betäubt ist mies. Mach, dass das aufhört. Mach, dass das aufhört. Ja. Ja, ich stehe da mal ein bisschen rum, nicht? Ha! Endlich. Hat ja lange genug gedauert. Okay, aber solange ich da nur krank stehe, brauche ich nicht rasten. Das ist schon immer. Zack. Und zwischen Druiden und Hexenmeister sind eigentlich gar nicht so große Unterschiede. Sie haben quasi das gleiche Zaubersystem, nur für andere Zauber. Also auch quasi eine Klasse, so und so viel Mal anwenden und nicht ganz so viele Zauber wie Magier, aber sie müssen nicht speziell Zauber vorbereiten. Das habe ich ja alles schon angesprochen. Gut, dann sind wir hier durch. Ich raste trotzdem nochmal. Wir haben doch einiges an Leben verloren und Irani kann sicherlich noch diesen Blitz, diesen tollen Rundumblitz gut verwenden. Also es sind immer noch feine Leute. Was macht ihr? Kommt ihr mal mit? Ja, einer ist da. Hm? Schweres Personal ist so schwer. Gutes Personal ist so schwer zu finden, ja. Schweres Personal ist gut zu finden. Uch, Kelga. Etwas übereifrig. Okay. Fentik. Das sieht so ein bisschen aus wie, ja, ich denke mal, der war mal Türpriester. Das ist jetzt nicht mehr. Ah, oder ein Verräter. Auch eine Möglichkeit. Gut. Da hinten ist da noch, sind bestimmt noch Gegner drin im Raum. Aber der hält echt was aus. Der liebe Fentik. Ah ja, gut. Geister. Geister haben natürlich Tarnung. Das ist nicht so schön für unsere ganzen Nahkämpfer. Hm? Was macht denn Fentik jetzt? Hey! Ah! Das ist mies! Der läuft im Raum umher. Im Moment kann ich das abschalten durch den Hebel. Und immer wenn wir über seine Platte laufen, dann kriegen wir Schaden. Okay. Das ist echt gemein. Ich meine, ich bin nicht so blöd und renne die ganze Zeit im Kreis rum. Aber wenn man hier keinen Magier dabei hat... Ui, ui, ui. Aber ich mache auch keinen Schaden. Okay. Tarnung, Berührungsangriff. Ganz miese Kombination. Ja. Bitte, nein, rennt nicht schon wieder alle drüber. Oh, nochmal und nochmal, aber erst gleich hin. Okay, meine Leute haben keine Intelligenz, aber dafür viel Leben. Man kann nicht alles haben. Zack, zack, zack. Aber der war doch nicht derjenige, der hier alles infiltriert hat. Oder? Ein kleiner Geist? Na, ein oder zweimal muss ich noch. Das ist auch eine sehr interessante Art zu kämpfen. Muss ich zugeben. So, hinterlässt er was? Ja. Vampirpfeile und Gewänder der Priester des Reiches. Okay, der war auf jeden Fall mal Priester. Ring der göttlichen Macht, bla bla bla. Immer Zusatzzauber, bla bla bla, bla bla bla, Weisheit, ja. Ganz tolle Sachen, die ich nie gebrauchen werde. Ein Kurzbogen. So. So, das hier ist wahrscheinlich die Türautomatik. Zack. Okay. Es ist offen. Reden wir mal wieder mit unserem kleinen Priester. Ich denke, er wird erfreut sein. Onan, was sagst du? Ich bin erleichtert, dass ihr sicher zurück seid. Konntet ihr den Eingang schon öffnen? Der Weg ist frei. Tür segne euch, lasst uns gehen. Ich muss Olaf sofort melden, was ich gesehen habe. Ach so. Du brauchst jetzt noch eine Amme, die dich an der Hand rausführt, oder wie? Lasst uns gehen?
Ah ja, okay. Er ist in meiner Gruppe. Er wird mitkommen. Denke ich mal. Gut, verlassen wir dieses unheilige Grab und wenden uns weniger schönen Sachen zu. Denn wir haben da noch ganz tolle, wunderbare, schöne Quests. Ruf der Verräter dürfte damit fast abgeschlossen sein. Waffenschmuggel und die Kelgas Visionen Quest, naja. Ah ja, und die Nischka Quest. Und die Elani Quest, also wir haben noch ganz viele tolle Sachen. Ah, eine Sache wäre natürlich, wenn ich jetzt Quora, unsere kleine Hexenmeisterin, mitnehmen möchte, dann wäre es vielleicht sinnvoll, vorher mit Elani noch ihre Questreihe, also beziehungsweise die so weit wie wir kommen, alles abzuschließen, da das doch einige Erfahrungen gewährt. Ich denke, das werde ich dann machen. Und dann haben wir auch eine nicht so moralische Truppe. Eine Sache noch, ganz wichtig für Leute, die einen guten Charakter haben, also guten Charakter spielen. Alles andere ist für das Spiel egal. Bitte, bitte behaltet Elani. Denn wenn man sie gut behandelt, verliebt sie sich am Ende in einen, ja, ein bisschen Spoiler und so weiter. Und dann passieren ganz tolle Sachen. Also, ja. Also, behalten. Und zumindest gut behandeln. Ab und an mal streicheln, Futter geben und so, ja. Was man so machen muss. Olan, bist du erfreut? Du bist nicht Olan. Wo ist Olan? Nee, Olef. Ach, komische Namen habt ihr. Unser Priester ist zu uns zurückgekehrt. Ich danke euch. Erzählt uns, wie ihr die Geister bekämpft und besiegt habt. Nehmt dies bitte an, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja. Euer Priester sagt, ihr würdet uns einen Bonus zahlen. Seltsam, das klingt nicht nach seinen Worten. Vielleicht habt ihr ihn einfach falsch verstanden. Naja, ein paar Punkte in chaotisch. Ich bin dann fast vollständig chaotisch, glaube ich. Bitteschön, der vereinbarte Betrag. Das ist alles. 500? Immerhin. Schauen wir mal kurz nach. Chaotisch gut. 900. Gut. 100. Und chaotisch. Ich bin nicht nur 9 chaotisch, sondern es geht von chaotisch bis zu rechtschaffend. Das heißt, wenn da eine hohe Zahl steht, ist man rechtschaffend. Steht da eine ganz niedrige Zahl, ist man chaotisch. Also hier eine 0 oder eine 1, ich weiß nicht, was das niedrigste ist, wäre die Maximalzahl. So 0, 100 wäre top. Der Hexer schlechthin. Also zumindest der Gute, es gibt ja auch noch den Bösen. So, Lamm wird uns nicht weiterhelfen können, da wir einfach noch nicht Kelgas Quest machen konnten. Das ist aber nicht so schlimm. Die werden wir erst später machen können, im Verlauf der Geschichte. Denn die Geschichte geht noch eine ganze Menge, eine ganze Zeit weiter. So. Gut, dann werde ich mal dieses Viertel verlassen. Ich könnte mich jetzt auch mit den ganzen Schulden, Waffenschmuggel und so weiter beschäftigen, aber ich werde mich mit Elanis Quest, von der Krankheit erholen, beschäftigen. Noch was. Und deswegen... Verzeihung! Wie ich gerade... Stehen geblieben, Kind! Wir haben hier einen Dieb! Ich bin nur gerannt. Ich renne schnell. Was heißt hier Dieb? Seht nach eurem Geldbeutel. Und denkt nicht einmal daran, dich zu bewegen, Kind. Bitte, ich renne doch nur. Kann ich nicht einfach gehen? Was? Ihr habt recht. Mein Geldbeutel fehlt. Du gehst direkt zur Wache, nachdem du diesen Beutel zurückgegeben hast. Wo liegt denn das Problem? Diese kleine Diebin ist das Problem. Man ist auf der Straße nicht mehr sicher. Erst letzten 10 Tag habe ich 10 Gold an so eine Göre verloren. Und die hier kommt mir nicht davon, auch wenn sie unschuldig aussieht. Leer sofort deine Taschen aus! Hände weg von meiner Tochter! Ich dachte, sie wäre eine von diesen... Nichts für ungut. Entschuldige, Kleine. Mein Fehler. Dein Papa ist hoffentlich nicht sauer. Papa, ich habe überall nach dir gesucht. Ich sagte doch, sie war es nicht. Ihr könnt einfach keine Kinder leiden, glaube ich. Danke, ihr habt was bei mir gut. Nichts danken. Für einen kleinen Schabernack bin ich immer zu haben. Okay.
Dann können wir jetzt mal Ilani eine Freude bereiten, indem wir... Toll, das ist das Schwarzseeviertel, das ist abgesperrt. Komm hier nicht raus. Hier komme ich nicht raus. Naja. Dann müssen wir halt zum anderen Ausgang. Wir machen ihre Quest jetzt. Ihr wisst ja noch, das mit dem Wolf und so. Haben wir irgendwelche tollen Sachen? Naja. Nö, ach, lohnt sich noch nicht, zum Händler zu gehen. Ich bin eh noch nicht bei dem Händler, den ich gern hätte. Aber bald kommt ein guter. Versprochen. So, dann reisen wir mal zum Himmelsspiegel. Ja, Himmelsspiegel hört sich schön an.